Bei der nächsten Challenge war ich mir anfangs gar nicht sicher, ob sie überhaupt funktioniert. Aber ich wollte sie unbedingt in die Tat umsetzen und habe sie deswegen auch relativ lange ausprobiert. Und ja, sie geht. Wir dürfen niemals durch eine einzige dieser Glasröhren durch. Obwohl das ganze Level ja eigentlich auf ihnen aufbaut. Das solltet ihr ja inzwischen wissen, dass ich sowas sehr, sehr gerne mache. Dass wenn das Level eine neue Mechanik einführt oder mit einer Mechanik in einem Level spielt, dass ich dann versuche, diese irgendwie zu umgehen. Egal mit welchen Mitteln. So, jetzt kommen wir gleich schon zu der ersten etwas schwierigeren Challenge. Hier ist übrigens ein Pixel-Luigi vorne auf der Röhre abgebildet, also jetzt direkt vor mir. Wir müssen hier hoch und natürlich brauchen wir dafür einen Drehsprung, denn kein anderer Sprung funktioniert, wie ihr hier sehen könnt. Also, Drehsprung. Aber es ist sehr, sehr eng. Deswegen ist es auch nicht einfach. Okay, geschafft. Und hier ist ja auch der Stempel. Aber wieder mal, ja, das ist ja inzwischen schon Standard, ist die schwierigste Stelle am Ende. Ich frage mich wirklich, warum das immer so ist. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht oder so. Aber zufällig ist es immer so. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Oh. Oh, wie behindert bin ich eigentlich? Warum springe ich denn da jetzt dagegen? Ja, hier einen Doppelbahnsprung machen. Okay, alles klar. Ich bin ja auch so blöd. Da achte ich überhaupt nicht mehr auf die scheiß Fussis und werde dann einfach mal total billig von ihnen getroffen. Aber gut, ist ja nicht so weit der Weg. Und das hier am Anfang geht eigentlich wirklich noch alles. Aber am Ende kommt dann eine wirklich, wirklich schwierige, nicht eine schwierige Challenge, sondern eine schwierige Stelle. So, nicht den Checkpoint berühren. Und wieder mal ein Drehsprung auf engstem Raum. Okay. Das hat nicht mal der Drehsprung gereicht. Hier würde ich an eurer Stelle auch nicht rennen, denn man kann den Drehsprung auch ganz normal machen, wenn man... Ja, Alter, was ist denn jetzt los? Man kann den Drehsprung auch ganz normal machen, wenn man nicht rennt. Und das Problem ist halt, wenn ihr rennt und ihr macht den Drehsprung, dann läuft ihr halt ein bisschen schneller und dadurch auch weiter. Deswegen kann es leichter passieren, dass ihr runterfallt. Und das wollt ihr natürlich nicht. So, hier kommt man ganz einfach hoch. So, dann hier ein bisschen rutschen. Hui! Und jetzt wird's schwierig. Wir müssen jetzt diese 4 Schlüsselmünzen einsammeln, ohne in die Glasröhre reinzugehen. So, als erstes hier hin. Jetzt müssen wir mit einem Sprung von hier nach da links. Ich würde wieder einmal den Drehsprung empfehlen, weil man mit ihm eben auch ziemlich lange in der Luft bleiben kann. Ja, verkackt. Gut, wieder zurück. Mit einem normalen Sprung würde ich mal sagen, ist es fast unmöglich, aber geht bestimmt irgendwie. Aber mit dem Drehsprung ist es eigentlich sogar ganz okay. So, jetzt müssen wir hier in der Mitte zwischen diesen beiden Glasröhren landen, denn das Problem ist, wenn wir nicht in der Mitte landen, dann werden wir ja automatisch in die Glasröhre hineingesogen und das dürfen wir ja nicht. Ja, wie mache ich denn das am besten? Ja, wahrscheinlich auch mit Drehsprung und dann vielleicht eine Stampfattacke, wenn ich genau in der Mitte bin. Okay. Also hier so ganz knapp auf der Kante stehen kann man, wie ihr seht, aber man darf sich der Öffnung der Röhre nicht zu sehr nähern. So, jetzt müssen wir hier vorbei. Das ist auch gar nicht so leicht, wie es aussieht. Denn wenn wir jetzt hier einfach durchspringen, dann werden wir mit ziemlicher Sicherheit von der Glasröhre eingesogen. Deswegen sollten wir wieder mal einen Drehsprung hier außen rum machen und hier landen. So, dann müssen wir hier wieder dasselbe beachten. Ein Drehsprung und möglichst in der Mitte landen. Genau. So, dann dich einsammeln und dich einsammeln. Und jetzt nicht in einer Glasröhre landen. Gut, dann wieder zurück. Und wir haben es geschafft. Wow. Und weil ich cool bin, möchte ich noch die Fahnensteine ganz oben berühren. Das geht nämlich auch. Nämlich so. Und so. Yay! Puh! Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Eigentlich sind die Challenges hier alle relativ schwierig.
Aber ich krieg's ganz gut hin. Freut mich. Freut mich wirklich. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter im Geisterhaus mit einer wieder etwas einfacheren Challenge. Denn die letzten waren ja alle ziemlich schwierig. Und ja, beim nächsten Mal doch wieder einschalten, Leute. Ciao.